Es ist schon wieder Sonntag. Nee, stimmt ja überhaupt nicht. Es ist überhaupt nicht Sonntag. Aber es ist Feiertag. Und damit quasi Sonntag. Und damit quasi eine gute Ausrede, eine gute Gelegenheit, in meine Steam-Queue reinzuschauen. Steam möchte mir ja sagen, was ich in der nächsten Woche, in der nächsten Zeit alles spielen soll. Macht mir 12 Vorschläge. Ich bin sehr gespannt. Und wir legen doch einfach mal los. Cluster Truck. Zu Cluster Truck habe ich ein kurzes Video irgendwo gesehen und jemand spielte es. Man springt rum. Quasi wie jetzt hier schon in dem Video zu sehen. Auf fahrenden Trucks. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich damit genau 20 Minuten Spaß habe. So Plattformen ist ja nicht so meins insgesamt. Und schon gar nicht in dieser 3D-Ansicht. Und schon gar nicht, also in dieser First-Person-Shooter-Ansicht. Ich meine, es ist schon abgefahren, was da passiert. Ich kann mich auch mit dem Art-Design und so anfreunden. Aber ich glaube, dass ich nicht bereit bin, 15 Euro dafür auszugeben. Und deswegen sagen wir doch mal, dass ich nicht interessiert bin. Heidi! Sexual Content, Female Protagonist Indie. Ein Hardcore Old Style Metroidvania. Das heißt, wir haben so ein bisschen, also wir haben First-Person-Ansicht, wie wir gerade sehen. Und unsere Dame möchte gerne diesem Komplex hier entkommen. Unsere Dame hat. Warum streckt uns die Dame den halbnackten Hintern entgegen? Also erfüllt das irgendwie einen anderen Zweck als nur. Nee. Nee, ich bin nicht angetan und ich bin noch nicht interessiert. Civ 6. Ich bin mein ganzes Leben lang kein großer Civilization-Spieler Wir gewesen. sind die Entdecker, Jedenfalls in keiner Art und Weise, die Erfinder, die die Architekten der Veränderung. Easy Mode und alleine spielen Mauer gegen Computergegner einer hinausgeht. besseren Zukunft. Ich nehme mal an, dass es insbesondere mit vielen Wir oder mit sind mehreren Freunden viel Spaß macht. Wir träumen. Ich glaube aber nicht, dass ich dafür jetzt 60 Euro ausgeben möchte. Das ist es mir Wir gerade nicht wert. streben. Das ist so ein Spiel, bei dem ich darauf Voneinander warte, entfernt. dass es irgendwann mal preiswerter wird. Hyperlight Drifter. Ein sehr pixeliges Adventure, wenn ich mich recht entsinne. Auch dazu habe ich schon Videos gesehen. Wir wissen ja alle, wie oberflächlich ich bin. Und deswegen gefällt mir das Art-Design nicht wirklich. Das ist so eine Art von Pixelgrafik, die mich wegschiebt. Ich weiß nicht mal genau warum. Das ist, glaube ich, auch sehr einsam, wenn ich mir das richtig ansehe. Nee. Nee, ich bin heute mäkelig. Ich habe den Eindruck, ich bin heute mäkelig. Ich will heute irgendwie nichts. Smash and Grab. Early Access Action Multiplayer PvP. Okay, das erste, was uns selbstverständlich einfällt, ist Overwatch. Oder ist das MOBA? Sind da gerade Unbeteiligte an der Seite vorbeigelaufen? Es scheint ein MOBA zu sein. Da laufen neutrale Creeps rum. Nee. Mag ich gerade nicht. Ist mir gerade zu nah an der Realität. Ultimate Chicken Horse. Ultimate Chicken Horse ist wahrscheinlich nicht so nah an der Realität. Der Kritikpunkt fällt an dieser Stelle schon mal weg. Ein Multiplayer-Plattformer. Mit Level-Editor. Und Local-Multiplayer.
You're the ultimate chicken. Das freut mich richtig zu hören. Ja, nach dem geradezu absurd enormen Erfolg von Super Mario Maker kann man aus dem Gedanken her die IP mal rauslösen, also die Mario IP herauslösen und sich generell an so Level-Editoren versuchen. Warum auch nicht? Habe ich interessanterweise noch nicht mitbekommen, dass das jemand versucht hat. Ist aber auch nichts, was ich jetzt gerade spielen möchte. Farming Simulator 17. Es gibt hier eine sehr, sehr komplexe Simulatorenwelt von Militärfahrzeugen über zivile Flugzeuge bis hin zu ganz augenscheinlich auch Farming. Wenn das die Sache aber wirklich nur simuliert, wie ich mit diesem Fahrzeug dadurch gegenfahre, ich meine, es sagt hier oben, ja, Pre-Order Now, und dann gibt es zwei Bonustraktoren. Wenn das nur daraus besteht, dann bin ich nicht interessiert. Ich bin ja mehr so der Aufbauspieler, Farmer. Wobei ich mir vorstellen kann, dass das für einen gewissen Zeitraum echt befriedigend sein kann, einfach nur mit diesem Traktor durch hier gegen zu fahren. Zumal die vielen unangenehmen Aspekte eines Bauerndaseins, nämlich zum Beispiel um 3:30 früh aufstehen, ja nicht mit reinspielen. Abgefahren. Nee, interessiert mich nicht. Aber vielen Dank. Galgun Double Piece. Wir sind wieder bei Anime und Sexual Content angekommen. You screamed, you shouted. Prepare your body. What? Set your weapons to ecstasy. Sexually charged. An der Stelle habe ich jetzt nicht nur Probleme mit dem sexually charged. Sie sehen mir auch echt alle ein bisschen zu jung aus. Nee, danke. Und an der Stelle hängt die Discovery Queue wieder. Das ist wie letzte Woche, oder war es vorletzte Woche, wo die Steam Queue der Meinung war, hey, so nach 5 oder 6 Titeln, nee, von dir möchte ich jetzt nicht mehr irgendwie abgeurteilt werden. Ab jetzt darfst du nichts mehr laden, ab jetzt darfst du nichts mehr sehen. Und jetzt passiert es mir schon wieder. Und das finde ich nicht doll. Aber ich werde damit leben können. Tja. Keine Kaufentscheidung also für diese Woche. Auch in Ordnung. Spiele ich was ich schon habe. Und mache an der Stelle mal Schluss. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und dann bis zum nächsten Mal.